Im KZ Mauthausen mussten die Häftlinge über die sogenannte Todesstiege schwere Granitblöcke nach oben schleppen, wobei diese teilweise an einer ca. 50 Meter tiefen Felswand entlang führte. Hier wurden regelmäßig Häftlinge zur reinen Belustigung von den Wärtern runtergestoßen, welche beim Aufprall sofort starben. Der makabre und grausame Name der SS für diese Personen war Fallschirmspringer. Am 31. März 1943 besuchte Heinrich Himmler das Lager, wofür zur Belustigung der Gäste 1000 niederländische Juden die Felswand hinuntergestoßen wurden. Himmler und die anderen anwesenden Vertreter der SS amüsierten sich über die vor Todesangst schreienden, totgeweihten Juden.